Was geht's, liebe Leute? Willkommen zurück zu Let's Play Final Fantasy 15 hier bei Crush4thefic89. Ein paar Aufgaben gilt es doch zu füllen. Ich habe offscreen erstmals wieder die Mission, was ich bereits erfüllt habe, komplett abgeschlossen. Also in dem Sinne, dass. Sagen wir es mal so, erfüllt in dem Sinne, dass ich bereits die Hauptaufgabe erledigt habe, dass ich jetzt nur noch zurückgehen musste, um den Auftraggeber Bescheid zu sagen, beziehungsweise den Auftraggeber die Gegenstände benötigt überbringen. Und ja, jetzt gibt es nur noch unter denen Panzerknacker und auf der Jagd nach der grünen Bohne zu erledigen. Ich muss aber auch feststellen, dass wenn man eine bestimmte Nebenaufgabe erfüllt, dass man die dann, dass er wieder welche für einen bereithält, so auch wie zum Beispiel hier der gute, ist der Name vergessen, aber jedenfalls der Accessoire-Händler und Reporter gleichermaßen benötigt mal wieder was, weil es kommen immer mehr Nebenaufgaben hinzu und das wird etwas zu viel, deswegen habe ich beschlossen, nur noch mich auf Jagdaufträge einzig und allein zu konzentrieren und die Nebenaufgaben dann auszulassen. Wir machen jetzt noch diese einen Nebenaufgaben, die wir dabei noch haben, aber ansonsten lassen wir die anderen aus, weil das wird sonst zu viel. Es sind so spezielle Nebenaufgaben, wo welche nur einmalig sind in dem Sinne, jetzt nicht von den Händlern und so, die lassen wir wirklich aus, die von den Händlern. Gut, wir gehen uns jetzt zu unserem nächsten Aufgabenziel. Auf der Jagd nach der grünen Bohne. Okay, das schneide ich jetzt wieder, weil da fährt man leider Gottes nicht automatisch hin. Also, bis gleich. Du, Noct, sag doch mal, hast du vielleicht Sonderwünsche für Fotos? Eigentlich nicht. Mach einfach weiter wie immer. Okay, ganz wie du wünschst. Prompte wird auch weiterhin alle gleich oft fotografieren. Okay. Er wollte also zur Abwechslung mal andere. Man kann also jetzt entscheiden, zur Abwechslung mal mehr Fotos von den anderen Charakteren zu bekommen. Okay. Okay. Ein kleiner Spaziergang durch die Wildnis? Es geht nichts über die freie Natur. Das stimmt, vor dem da unser Auftragsziel in der Nähe ist. Ich glaube, ich mach's mir bequemer und rufe die Chocobos. Hallo, mein kleiner. Und höher, hot! Spring doch, mein kleiner. So. So geht's viel schneller. Wo denn? Bleib wachsam. Braver Junge. Ach, hier? Die sind aggressiv? Was sind das für Tiere? Ganz egal. Die sind stark. Die hatten ganz schön was aus. Ja. Was wirken gehen die besonders? Oh, Schild anscheinend. Dämmerbrecher, los! So, kommen auch noch dazu. Bam! Anscheinend sind Großschwerter gut gegen die. Na denn? Nein, auch nicht, hä? Sternhülle. So. Was ist los? Du steckst fest, ne? Ups. Ich bin überwältigt. So bin ich halt. So.
hätte mir mehr erwartet. Was ist das bloß für ein Rollermonster? Und tschüss. Lebt ihr noch? Stufe 14 das Monster und hält trotzdem ganz schön was aus. Eine verrostete Münze. Immer wieder etwas zu verkaufen. Gut, dann lasse ich jetzt mal die Chocobos Chocobos sein und begebe mich einfach zu Fuß hin. Wir sind gleich da. Hier einen kleinen Hindernisparcours dazwischen, warum auch nicht. So, was ist hier los? Wo ist denn die grüne Bohne hier? Der kann uns vielleicht weiterhelfen. Ah, ihr müsst die Jäger sein, von denen mein Großvater erzählt hat. Ihr kommt gerade recht als Erntehelfer. Was? Erntehelfer? Auf den Feldern streifen häufig wilde Tiere rum. Das macht die Ernte für uns lebensgefährlich. Ich hoffe, ihr könnt uns etwas helfen. Wird schon schief gehen. Also gut, was muss ich tun? Kyongi den Feld unschädlich machen. 100 Meter entfernt. Es ist ja wirklich komisch. Ich meine, es ist ja wirklich generell lebensgefährlich hier bei sowas zu farmen. Nein, lass das sein. Haha. Geht doch nichts über erfolgreiche Blockaden. Das wird ein Kinderspiel. So, und tschüss. Mit Verlaub. Du bist ja richtig in Fahrt. So bin ich halt. Das war ein Kinderspiel. Perfekt. Moment, was? Also frische Bohnen noch ernten zusätzlich, ja, meinetwegen. So. Wir haben geerntet, was man uns auftrug. Ist aber schon krass, dass man in so einer Welt leben muss, wo sogar noch Wildtiere einen die ganze Zeit über bedrohen. Das ist wirklich lebensgefährlich, selbst für erfahrene Jäger. Man, komm schon. So ist es schon krass, dass man hier wohnt man vor alledem auch noch in dem Häusern, oder? Oder zumindest arbeitet man. Auch wenn man da nicht wohnt. Hier zu arbeiten in der Nähe ist auch schon ein bisschen gefährlich. Und da kommen noch die Monster hinzu, wenn es hier welche gibt. Man wohnt ja direkt bei denen. In der Nähe. Die Gumballs, Oric Gumballs, ja. Tagebuch, die erste Mission, endlich die erste Mission. Doch die Euphorie war schnell verflogen, als ich mich hoffnungslos in Wildnis verlief und dann auch von starken Regenfällen überrascht wurde. Frierend und geschwächt, wie ich war, wäre ich selbst leichte Beute gewesen. Und so erlegte ich Notdurchdrung eine Kröte und röstete sie über dem Feuer. Vielleicht war es nur der Hunger, doch das Krötenfleisch war erstaunlich zart und köstlich. Ein neues Rezept! Ha! Tja, Ignis. Scheint so, als wüssten wir schon, was wir heute essen würden. Beim nächsten Zelten. Also, scheint so, als wissen wir, was wir beim nächsten Lager essen würden. Also, was als nächstes auf den Tisch kommt. Danke, das sieht gut aus. Wärt ihr so freundlich, die Ernte direkt zu unserem Laden zu bringen? Bin schon unterwegs. So, dann mal zurück zur Karre. Kommt, meine Kleinen! Auch wenn es nicht so eine große Strecke ist, ist es trotzdem besser, wenn man sie dabei hat. Muss ich nur wissen, wo mein Auto steht. Ich glaube, das steht eh in der Nähe. Da. Ich muss einfach nur zum Regal her und gut ist. Was zum... Denk dran, auch der Gegner hat Angst. Leichter geht's nicht. Ah! Wo kommt der? Wo kommt die denn jetzt her? Wo
Prompto! Ich brauche Hilfe! Zum Befehl! Ja! Das war echt peinlich! Was war denn das jetzt? Ach so, hier sind Kopien. Den Gegner verwirren. Das Schild bringt's. Im Übrigen habe ich sogar noch einmal die Waffen überprüft, die was weniger Angriffskraft haben. Diese Runenwaffen. Die verstärken nämlich zusätzlich noch bestimmte Werte. Weil diese Element, weil diese anderen Waffen, die hier mehr Angriffskraft haben, sind dafür auf Elemente abgestimmt. Was ist mit dir? Rennst einfach hier völlig alleine kreuz und quer? Verdammt nochmal! Das Drecksvieh, verschwinde! Ich brauche Hilfe! Okay! Verdammt, Flink! Jetzt ist mal Schluss mit euch! Das war's! Endlich mal! So einer gefährlichen Gegend halten sie sich alle auf. Boah, wie weit sind die Chocobos davon gerannt? Nee, also ich glaube, in so einer Welt möchte ich gar nicht erst leben. Ohne Scheiß, da kriegen mich keine Pferde 10 rein. Keine 10 Pferde rein. Auch wenn es eine kurze Strecke ist. Wo ist denn unsere Galia? Wo ist unser Auto hin? Ach, hier. Dass die Markierung nicht direkt zum Auto geht, ist schon irgendwie verwunderlich. So, danke, meine Kleinen. So. Bis bald, Kleiner. Dann begeben wir uns wieder zu unserem Aufgabenziel. Nach der grünen Bohne fahren wir wieder zurück. Ah, fahren wir sogar direkt hin. Da brauchen wir nur eine kurze Ladezeit über uns gehen lassen und das war's schon. Der Ring der Lucis. Der Ring der Lucis birgt die Seelen aller bisherigen luzischen Könige und gibt seinem Träger die Macht, frei über die magischen Kräfte des Kristalls zu gebieten. Allerdings zu einem hohen Preis. Jeder Zauber raubt den Anwender etwas Lebenskraft. Das erklärt auch, warum der König so alt ist, weil ich meine, wenn man das schon... Ich meine, wenn man Noctis das sieht, wo er gerade erst erwachsen, welcher gerade mal ein junger Mann, maximal zwischen 18 und 20 sein dürfte, der Vater eigentlich auch nicht so extrem alt sein, so wie er dargestellt wird, also so an die 70, wie es aussah. Da wäre ja schon sein Opa. Es ist eh klar, weil vor allem auch diese königliche Familie, die einsetzt, die raubt dann etwas Lebenskraft. Die sind zwar ultra stark, aber ja, wie gesagt, rauben Lebenskraft beim Einsatz. Wir sind da. Gut. So. Dann wird's Zeit. Aber Moment, wenn wir schon dabei sind. Wir haben ja die Aufgabe so ziemlich erfüllt. Ich kann also auch offscreen Bescheid geben. Jetzt wird es Zeit für die Panzerknacke. So. Die Panzerknacke. Lasst nichts liegen. Hätte ich mir das gleich erspart. Weil da wäre ich jetzt direkt wahrscheinlich daran vorbeigefahren. Ja gut, was soll's. Dann... Besser spät als nie, ne? Gut, dann. Ja, sind sie wieder, wenn etwas Besonderes passiert oder wir endlich beim Aufgabenziel angelangt sind. Uiuiui. Von hier hat man ja einen tollen Blick auf Lestalum. Noct, Zeit für ein Foto. Okay, fotografieren wir mal. Ja, klingt nach einem Plan. Nicht wahr? Das wird sicher ein Bombenfoto. Okay. Und wie mache ich das?
bleibt die automatisch stehen. Na dann sehen wir uns mal um. So, fotografieren wir mal. Lass uns hier ein Foto machen. Eine gute Wahl. Also los geht's. Ja, schöne Aussicht hier. Fotozeit. Tschüss. Ja, schick, schick. Speichern wir das mal. Oh, großartig. So, okay, die aktuelle Mission, die bleibt noch drin. So, dann... Lass nichts liegen. Fahren wir mal weiter. Los geht's. Wie weit es noch bis zum Ziel ist? Ja, nicht sehr weit. Ich glaube, das brauche ich jetzt nicht extra schneiden. Das passt schon so. So, hier in der Nähe ist es irgendwo. Hier müssen wir Monster erledigen. So, vielleicht merkwürdig, wie ich einfach den Regal da übersehen konnte. Lasst uns ein paar Knochen brechen. Gute Idee. Die hier. Oh ja, Knochen brechen. So. Nein, lass es sein. Jawohl. Alter, boah. Von allen Seiten wieder. Nein, lass es sein. Das an der Schild bringt's echt voll. Ah, verdammt, zu spät geblockt. Eieiei. Muss ich mir auch ein bisschen beeilen hier, weil es wird schon dunkel. Oh yeah. Schöne Kombi. Auf welcher Seite stehst du? Gar keine Absicht. Habe ich wieder jemanden versehentlich getroffen? Du bist raus. Panzerstachel. Na, jetzt rennen wir nicht so blöd rum. Mal Schluss hier. Und tschüss. So bin ich halt. Gut, das war's. So, so wie sie es gehört. So, ich hoffe, wir können uns jetzt weiterhin unseren Aufgabenziel widmen und nicht wieder irgendwelchen anderen Monstern in die Arme laufen. Aber wahrscheinlich wird das wieder der Fall sein. Darauf wette ich. Dass alle paar Meter irgendwelche Monster auftauchen müssen. Das ist nun mal typisch für das Spiel. So, ein kleiner Hindernislauf, FTW. So, hier sind wir. Diese Monster gilt es zu erledigen. Los geht's. Einfach mal hier rein. Warum auch nicht? Kommt ihr auch nach, Leute? Ja, wollte gerade sagen. Ich alleine gegen diese ganzen Viecher? Auch wenn ich overlevelt bin gegen die. Ah, verflixte Kamera-Glitches durch diese blöden Ansicht. Gladio! Bringt Ballern hier etwas? Oh! Augen auf. Ah,
Tu nichts Unüberlegtes. Keine Sorge. Beeilen wir uns, um was spachteln zu können. So, der ist niedergeworfen. Oh yeah. Jetzt wird's schon wieder dunkel. Trotzdem nicht nachlassen. So, das wär's. Volltreffer. Haben wir das auch geschafft. Aber wir kommen jetzt leider nicht mehr zurück mit dem Auto. Es wird dunkel. Wir bräuchten hier irgendwo einen Zeltplatz. Und gab's nicht irgendwo ein Item zu holen? Ah, hier, ja. Ein Sandstein. Sorry, wollte ich nicht blenden, Mann. Ey, wieso kann ich mich nicht da durchteleportieren dieses Mal? Strange. Ja gut, was soll's. Gibt's hier überhaupt einen Zeltplatz? Los, Kleiner. Ich glaube fast nicht, ne? Ja, jetzt ist 20 Uhr. Wir können jetzt nicht mehr fahren mit dem Auto. Also schon noch, aber es wäre zu gefährlich dann. Bis bald, Kleiner. Ja, wenn wir schon dabei sind, gucken wir mal die nächste Aufgabe an. Da gibt's ja noch eine. Die perfekte Landschaft. Ist es auch in der Nähe? Wo halten wir uns jetzt eigentlich auf? Grüne Bohnen haben wir. Also wir sind hier. Ah, einen Lagerplatz gibt es eigentlich eh ganz in der Nähe. Nein. Oh, können wir es irgendwie markieren? Achso, ja, hier. Chocobos, da seid ihr. Begeben wir jetzt mal schnell zum Lagerplatz. Aber gegen sicher haben wir an sich ja keine Chance. Also schon, haben wir schon eine Chance, aber wir wollen uns jetzt nicht mit denen unnötig anlegen. So, da sind wir. Danke, meine Kleinen. So, das Eislimit haben wir wieder voll. Dann nehmen wir uns mal ein paar Froschschenkel. Endlich sind wir da. Genug geschafft für einen Tag. Also, mal sehen, wofür die Zutaten heute reichen. Wieder mal für was Gutes auf jeden Fall, ne? Für was denn sonst? Jetzt gucken wir mal. Was uns heute Feines kochen. Wir haben ein neues Rezept. Ragout von der Freilandkröte. Das klingt herzhaft. Wir könnten natürlich auch jetzt mal Instant-Nudeln nehmen. Aber ich glaube, wir nehmen uns mal was Feines. Herzhaftes. Schützt vor Frosch, LP Maximum plus 600, Angriffskraft plus 150, ja. Ja, füttern wir auch die Chocobos mit was Besonderem. Ha, jetzt bin ich mal gespannt auf das Essen. Da ist zumindest mal von der Ferne die Optik genießen kann. Hui, das sieht ja herzhaft aus. Also ich wüsste wirklich zu gern, wie das alles schmeckt, weil ich meine, so wie das aussieht, das ist... spitzenmäßig, ey. 1708 Erfahrungspunkte. Aber reicht nicht für ein Level Up. Aber hey, das Kochen bei Ignis ist aufgestiegen. Gut siehst du aus. Ich weiß. Nicht schlecht. Aber lass mal das jetzt mit den Fotos. So, jetzt schauen wir mal, wie wir jetzt vorangehen, weil es gibt ja noch diese eine Aufgabe mit dieser Wildnis. Ansonsten hätten wir dann so ziemlich alle Nebenaufgaben von der Stadt erfüllt. Von der Stadt aus. Zeit zu gehen. Regnet es? Oh mein Gott. Los geht's.
Ist ja ganz toll. Dämliches Wetter. Auch hier haben wir wieder voll. Gibt es auch ein Blitzelement irgendwo in der Nähe? Ja, da drüben. Ist aber schon ein Stückchen entfernt. Ein ganz schönes. Ah ja, da haben wir sowieso noch nicht mal komplett voll. So, aber jetzt haben wir es wieder. So, dann begeben wir uns mal zur nächsten Aufgabe. Die perfekte Landschaft. Wo befindet sich das? 1 Kilometer da drüben. Ist nicht sehr weit entfernt. Wir könnten das gleich unterwegs machen. So. Wenn wir schon dabei sind, machen wir das mal schnell, ne? Die anderen sind hier mitten auf der Straße bereits. Lass doch mal das Schwert stecken. Oh oh. Was haben wir denn da? Tut das weh? Kopfschmerzen? Immer noch? Das ist nicht normal. Sind wir uns feindlich gesinnt? Nicht so trödeln! Nee. Oh doch, sie sind uns feindlich gesinnt. Danke. Was sind das für welche? Level. Jetzt wird's interessant. Ui, 28. Geben wir uns gegenseitig Deckung? Nockt? Das Ziel ist zertrümmern, okay. So. So. Gladio, komm schon, Dämmerbrecher. Sehr gut, ich hab doch gedrückt. Hat das nicht gezählt? Ah, Mist. Aua. Alter, ich hab doch noch Shit gedrückt, ne? So, schön pariert. Das sind mal ganz interessante Feinde, immerhin. Ich glaube, ich krieg gleich einen zittrigen. Ein was? Ein zittrigen? Das klingt ganz schön. Los jetzt. Aber das sind echt große Dinge. Wir haben den zertrümmert, aber anscheinend zählt das nicht mehr. Ich glaube, die Zeit dafür ist abgelaufen. So. Sternhülle und Dämmerbrecher. So. Kein Problem. Okay, einen haben wir schon erledigt. Oh nein, jetzt kommt auch noch diese Riesenkröte dazu. Aber schlagen wir uns ganz gut gegen diese starken Feinde. Und da ist wieder einer down. Sehr gut. Ich hoffe, wir werden nicht auch noch von imperialischen Soldaten angegriffen. So. Und noch Dämmerbrecher hinzu. Jetzt sollte ich mal wieder aufs Schwert setzen. Sind das gleich 2 von denen Kröten oder was? So, der ist auch weg. Wow, das ist eine nice Kombi. Jawohl, und noch ein Sieg. Der Kampf war einseitig. Ging ganz gut ab.
Los, Kleiner. Muss ich sagen, das war besser gelaufen als gedacht. Ja, weil ich den Gegenstand unbedingt einsammeln möchte. Verrostete Münze. Oh, ich kann ein Monster brummen hören. Wo? Ach, da ist noch so eine Kröte oder was? Die lassen wir mal schön aus. So, kommen wir hier durch diesen. Durch diese Mauer? Ja, kommen wir zum Glück. Ich glaube, da ist ein Spalt. Ja. Wir kommen ja zum Glück durch. Ich weiß nicht, ob wir mit dem Auto schneller gewesen wären, aber ich glaube, es ist besser, wenn wir einmal die Gegend ein bisschen erkunden. Natürlich auch immer mit der Story weiter vorangehen können. Oh, oh. Diese Frösche, die lasse ich jetzt lieber mal in Ruhe. Die können mich mal. Wir sind sowieso zu schnell für die. Wo steht jetzt der Regal ja sonst wo? Den müssen wir also wieder rufen. Okay, jetzt langsam mal sicher kommen wir ein bisschen voran. Oh oh, was ist das? Noch so eine Kröte? Ja, leider. Verschwinden wir. So viele Kröten gibt's hier. So riesen, solche Riesenkröten. Mir ist kalt. Du sagst es. Ich dachte, er würde jetzt antworten mit Weichling. Danke. So. Dekorative Flasche. Hey, Nord, über dir. Oh nein, imperialische Soldaten. Für die habe ich jetzt keine Zeit. Sollen die bleiben, wo der Pfeffer wächst? Wir haben etwas Wichtigeres zu tun. Oh, ich sehe schon, dass sich hier was bewegt oder was nur... Nee. Ich bin doch nur eingebildet. So. Stopp. Bis bald, Kleiner. Das will ich mir noch holen. So. Winzige Feder. Weiß nicht, wie man sowas verkaufen kann, aber okay. Wo? Oh, noch so ein Frosch und der. Noch so eine Karpfenkröte. Jetzt wird's interessant. Konzentration. Los geht's. Okay. Die soll mich bloß in Ruhe lassen. Die will mich wahrscheinlich echt fressen. Würde mir nicht anders vorstellen darunter, als dass sie einen aufessen möchte. Ja. Soll ich dir helfen? Ich brauche Hilfe. So. Schluss jetzt. Und tschüss. Was macht denn das für Geräusche? Boah, der Part wird aber schon ein bisschen lang. Okay, wenn wir diesen Auftrag hinter uns haben, dann mache ich mich wieder offscreen zurück. Wieder auf. Offscreen. Um mir die Belohnung zu holen. Und dann machen wir weiter mit Jagdaufträgen. Schon wieder? Ach du Heilig. Achso, die sind aber dieses Mal friedlich, ne? Ja, die sind gutmütig. Dann lassen wir sie auch in Ruhe.
Halt. Hä? Wo? Links von dir. Vorsicht. Okay. Braver Junge. Wo? Auch schon wieder so eine verflixte Karpfenkröte. Ist das lästig? Oh, das sind sogar zwei! Du führst, ich folge. Lästige Drecksviecher. Ich konnte nicht rechtzeitig blocken. Sollten wir mit der anderen Waffe wieder probieren. Und tschüss. Wir verstehen uns. Das war einfach perfekt. Kann nur zustimmen. So. Alleine wegen der, bloß wegen der winzigen Feder. So. Okay, das mache ich jetzt zu Fuß. Da müssen wir uns noch durch ein Gestrüpp kämpfen. Moment, da ist noch ein Sammelgegenstand. Ein Finale-Elixier. Ja, das liebe ich doch. Lass mich durch, Mann. So, was ist hier los? Ach so, hier können wir fotografieren. Stimmt, ja, das ist für den Fotografen. Okay, weiter geht's. So. Von der Südseite. Ach, jetzt noch weiter drüben. Ja, ist klar. Wie weit müssen wir denn noch rennen? Okay, das mache ich aber ab dem nächsten Part. Und ja, wie immer, wenn es so gefallen wusste, bitte dieses bestimmt als Daumen nach oben. Dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Ich hoffe, ihr seid dann wieder mit dabei. Also seid gespannt, klickt wieder rein. Euer Crash Fotofig geht hinein. Bis zum nächsten Part von Let's Play Final Fantasy 15. Also auf Wiedersehen und tschüss, oder?